Die Pakete aus der Black Week sind mittlerweile da und wir haben bei Wolke 7 und Mose ordentlich zugeschlagen. Es sind insgesamt Produkte im Wert von ca. 1000 Euro dabei. Und jetzt schauen wir uns an, was drin ist. Gucken wir erstmal mit den Kleinigkeiten. Ich habe mir tatsächlich, es klingt weird und es sieht auch weird aus. Ich habe mir aber tatsächlich eine Rauchsäulenbürste geholt. Das ist die allererste Rauchsäulenbürste, die ich, glaube ich, in meinem Leben besitze. Ich will die gerne für Mundstücke nehmen und für Rauchsäulen, um da mal vielleicht gründlicher auch mal reinigen zu können. Wir haben zum einen ein Oblako. Der besagte Gulli-Oblako ist da. Der Trio-Line Nummer 3. Und ich bin anders gespannt, wie der performen wird. Ich glaube, den rauchen wir nachher in einem zweiten Stream heute. Und wenn wir den hier auspacken, muss ich sagen, sieht der echt sick aus. Auch die Oberfläche. Schaut mal, ihr könnt eure Nägel hier dran fallen. Hört man das? Geil, wie an der Tafel. Also Oblako, Trio mit diesem Gullideckel hier drin. Ich muss sagen, designtechnisch sieht der sehr gut aus. Aber performancetechnisch bin ich gespannt. Der ist oben auf jeden Fall voll glasiert. Diesen Einsatz kann man nicht rausnehmen, so wie ich hier sehe. Also der geht nicht raus, der ist fest drin. Performance bin ich ultra gespannt. Ich habe mir noch einen UPG geholt. UPG kann man nie genug haben. Gibt es auch wieder bei Wolke 7 vorrätig. Einige habe ich gesehen. UPG, absoluter Classic Mehrlochkopf. Zum Thema Mehrlochköpfen folgt auch sehr, sehr bald noch ein YouTube-Video. Ich habe mich endlich zusammenraffen können mit Aaron und Aaron wird bald vorbeikommen. Aaron von Hookademy auf Instagram. Wenn Mehrlochkopf-Video drehen, Mehrloch-Setup und so weiter und so fort. UPG ist noch mit am Start. Ich habe mir tatsächlich einen Loyal Cleaner noch geholt. Die Hookah Squeeze Cleaner waren bei mir alle leer. Ich hatte eigentlich sehr, sehr viel auf Stock. Die sind mittlerweile alle leer. Ich habe mir den von Loyal diesmal gezogen. Werde ich auch die Tage mal testen. Hier ist noch ein Kopf drinnen. Mein Lieblings-Mehrlochkopf ist hier drin. Der vom Depot definitiv anders aussieht als die Turkish Bowls von Cosmo, die ich sonst hatte. Also das ist der Cosmo, also Cosmo Bowl in der Turkish-Variante. Meiner ist nicht so abgeflacht hier oben und der scheint mir vom Depot etwas tiefer zu sein. Ist für mich der beste Mehrlochkopf. Vom Design, von der Performance, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde ihn besser als den UPG, ich finde ihn besser als den Voskurims ja. Aber ja, Cosmo Bowl, Turkish Bowl kann ich jedem nur empfehlen. Mehrlochkopf. Wir haben eine Hoarfrost Down Mini. Caesar in Black. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die in echt aussieht. Die habe ich in echt tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, die haben auch nicht so viele, würde ich jetzt mal so sagen. Die Hoarfrost Down in Schwarz. Boah. 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 Mashallah. Was sagt ihr, Chat? Eins für schön, zwei für nicht so schön. Boah, für mich eine 10 von 10, ne? Heilige Makrel. Wir haben noch eine Bowl. Wir haben noch eine Caesar Bowl. Auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Jetzt weiß ich wieder, welche das war. Ich zeige euch die sofort nochmal. Und zwar ist das die Drop in Yeshgen Design. Das ist diese hier. Ich muss sagen, Drop Bowls mittlerweile finde ich wieder sehr, sehr sick. Ich fand die vom Aussehen immer sick, aber das Rauchverhalten hat mir oft nicht zugesagt. Aber je nach Pfeife kann ich mit dem Wasserstand so variieren, dass mir das doch zusagt. Ich muss sagen, mir gefällt sie sehr gut. Boah. Boah. Mashallah. Chat. 1 bis 10. Was sagt ihr? Mose Exclusive Variante von Caesar. Geholt bei Mose mit Code Hookays. Wichtig. Sehr wichtig. Was sagt ihr? 1 bis 10. Das ist auf jeden Fall die Bowl, die wir uns bei Mose gezogen hatten. Nummer Uno. In Rot mit den Cuts. Ich zeige euch die gleich nochmal. Es werden nur kleine Pfeifen drauf hitten. Zum Beispiel habe ich gerade schon im Chat gesehen mit Crimson Sleeve. Ja. Stainless Steel Grip Mini mit Crimson Sleeve, genau das stelle ich mir darunter vor. Und dann geht's weiter. Wir haben nämlich noch eine Bowl bei Mose bestellt. Und das ist diese hier. Das ist diese hier. Da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Es ist die Caesar Crystal Drop Frozen 5 in Black. Das ist sie. Das ist sie. Tada! Das ist sick, Digga. 1 bis 10, Chat. Boah.
Auch Mose Exclusive mit Caesar. Chockgüsel, oder? Ich muss sagen, das ist mein Favorite, glaube ich, von allen Cops, die wir jetzt haben. Ich stelle sie jetzt hier hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war ein Highlight-Clip aus den Streams. Falls ihr in Zukunft bei den Streams dabei sein wollt, checkt gerne unsere Socials ab. Wir streamen meistens mittwochs, sonntags, montags und samstags. Und da gibt es häufiger Shopping-Streams, aber auch Unboxings. Lasst gerne bei dem Video hier einen Daumen hoch da. Lasst gerne in den Kommentaren da, was ihr zu der Ausbeute haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin.